Einen schönen guten Abend beim Sport. Hermann Mayer ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Salzburger bewies heute wieder seine alte Stärke und gewann souverän in Adelboden den letzten Riesenslalom vor der Weltmeisterschaft. Mit seinem dritten Sieg in Serie zieht Hermann Mayer beim Klassiker in Adelboden mit Gustav Döhne und Birmin Zurbriggen mit 3 Siegen am Kurnisbergl gleich. Und der heutige Sieg bedeutete für den Herminator im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft unglaublich viel. Auf der perfekt präparierten, harten, eisigen Piste gelingt ihm ein toller erster Lauf und im zweiten Durchgang genügt Mayer die 7. Laufbestzeit zu seinem 11. Riesendurlaufsieg. Ja, man hört immer, es ist der schwierigste Riesendurlauf. Es ist von den her schwierig, weil immer wieder Rhythmuswechsel sind und sehr viele Übergänge sind und der letzte Steilhang, wo man dann schon ein bisschen mit der Kraft zu tun hat, der ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und das hat man auch bei mir im zweiten Durchgang gesehen. Ich bin fast ein bisschen gestrauchelt, aber es hat noch super hingehauen.